Hallo zusammen, mein Name ist Serda, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Frankfurt und repräsente den EZB Basketballcourt. Yes, Leute, King of Cologne, die zweite Edition. Heute ist der 1. April, aber es ist kein Scherz. Wir starten heute mit der Spielervorstellung. Und der erste junge Mann, den ich euch vorstellen möchte, ist der Serda. Und jetzt seht ihr auch seine Spielerkarte. Wir gehen die Stats einfach mal durch. Das heißt, mit 22 wirst du auf jeden Fall einer der jüngeren Spieler sein hier im Teilnehmerfeld. Mit 1,82, nicht der kleinste, aber einer der kleineren auf jeden Fall. Und die erste Sache, über die wir reden werden, ist bei Liga steht bei dir none. Das heißt, du bist gerade Free Agent oder? Agent sozusagen. Ich habe früher in meiner Jugend gespielt, aber dann natürlich irgendwann mal aufgehört und dann nur noch auf dem Freiplatz gewesen. Aber ich bin natürlich motiviert und ich bin gerne für offene Ideen da. Das heißt, auf dem Freiplatz. Ich weiß, welcher Freiplatz das ist und welche Stadt du repräsentest. Erzähl doch mal kurz, seit wann du da zockst, wo du überhaupt zockst und wie es da im Sommer so zur Sache geht. Ich spiele eigentlich schon seit meiner Kindheit, seitdem ich 16 bin. Da geht es schon ziemlich zur Sache. Das Größte, was an Basketball, was du finden kannst, Streetball-mäßig, Frankfurt, Hafenpark, EZBB, ist das Beste, was es gibt. Das ist die beste Community. Yes, Mann. Frankfurt, EZB Basketball Community. Wenn es euch kein Begriff ist, wenn ihr in Frankfurt seid, auf jeden Fall vorbeigehen. Vielleicht seht ihr auch Serda zocken, denn er wurde uns empfohlen in der ersten Edition. Tim Steiner, könnt ihr euch wahrscheinlich auch dran erinnern. Tim ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff, oder? Ja, klar. Tim ist echt zu gut. Guter Baller, hat uns viel Spaß gemacht und viel Spaß machen wird uns auch dein Go-To-Move, 360 Lay. Ist es auch in-game, bekommen wir den zu sehen oder was kann man sich unter dem 360 Lay? Meistens klappt das nicht beim 1 gegen 1, aber vielleicht wird es ja trotzdem klappen. Man weiß es nie. Das heißt, freut euch auf Serda, One-on-One. Es gibt natürlich noch die Auslosung, das heißt, wir können noch nicht drüber sprechen, gegen wen es in der ersten Runde geht. Aber ja, ihr könnt euch freuen. Baller aus Frankfurt, morgen gibt es den nächsten. Let's go.